That was stupid. I was searching this garage for some gas for the generators when I heard some of those cops in the courthouse start coming up the street. I mean, I don't know, maybe they would have left me alone, but I heard those broadcasts. I didn't want to take any chances. So I jumped out the back window. And of course, what happens? I land right in the middle of a goddamn horde. You're kidding me. I managed to get clear, but they were right on my ass, and I was low on ammo. All I could do was hole up in an empty house and hope that they got bored. Also dem Militär traut keiner. Dem Bürgermeister, was heißt Bürgermeister, den Leuten aus dem Gerichtsgebäude traut keiner. Ja, wir sind vier. Das ist eine ganze Horde. Schaffen wir die? Viele Zombies hier. Oh, das gibt's doch nicht. Better get ready. Jetzt haben wir sie aber. Okay, man löscht eine komplette Horde mit einem Molly aus. Geil. Hä, war hier nicht vorhin der Dicke? Zed's up ahead. Ja, den einen sehe ich. So, so, hier wohnt ihr also. Ihr habt doch auch ein riesen Lagerhaus. Place. Thanks again for all the help. Why don't you come inside? Least we can do is feed you. Okay. Quinn. Oh, thank God. If you ever do something that incredibly stupid again, I will kill you, okay? Hi, Becca. Don't you hi, Becca, me with your aw shucks small town charm. I can't believe you. We need to stay close to home. Jack could have died out there. I couldn't risk that. No. You just risked everything we have by leaving this place undefended. And I'm glad you're home safe. Well, you can thank our friend here for that. We'd have been in real trouble otherwise. Okay, I admit it. I'm impressed. You happy? I just saw that truck again. I think they're watching us. Any idea who they are? No, but they're none of the people we usually trade with. Hey, don't sweat it. If they try anything, I'll protect you. Dude, I can protect myself just fine. Okay, then. Well, you can protect me too. I'm not proud. So, sie scheint also die Anführerin, glaube ich, zu sein. Das ist, Heimatbasis? Nein, Status Heimatbasis ist... Die sieht anders aus. Also haben wir jetzt den... neuen Außenposten, so wie es aussieht. Ja.
Need something? Ach, ich brauche eigentlich nichts. Ich möchte das hier nur loswerden. So, ich würde dich aber gerne mal was fragen. Need something? Kann ich nicht, okay. Kann ich mit dir reden? Hi. Kann ich auch nicht. Kann ich mit dir reden? How's things? Kann ich auch nicht. Und mit dir? What's a good word? Need something? Was man jetzt hier alles machen kann, ruf nach Blender an Außenposten haben wir. Hier können wir keine Heimatbasis hin verlegen. Bauberatung. Wie viele Leute? Immer noch 11. Oh, was sagen denn das Tagebuch? Kampffertigkeit auf 4. Zombiejagd, Vertrauenskrise gemacht, Gebäude bitte. Bibliothek. Ablenkungsmission haben wir gemacht, Gebäudebedarf haben wir gemacht. Achso, die Anschuldigung müssen wir noch. Täglicher Einfluss. Streit zwischen Jakob und Lilly. Führungskraft, Wissen ist Macht, Heimatbasis verlegen, Heimferne Heimat. Level 3, So, Quentin sagt, ich kann per Funk um Rat fragen, um Bauprojekte zu beschleunigen. Alles klar. Ja, schön, aber... Gut. Also kann ich mit denen nichts weitermachen. Schade, ich hätte es ja gerne. Mit zu uns gebracht. Schließt sich Sergeant Ten an. Locke Zombies mit Lärm. Was haben wir da? Infektionsherd. Zombiejagd auf Schutzweste. So, Leute. Habt ihr vielleicht Medizin im Schrank? Natürlich nicht. Hier irgendwie was. Auf jeden Fall kann ich hier keine Läufer hinschicken. I guess I lucked out.
Ich brauche doch nur Medizin. Wir haben ein großes Lagerhaus. So, hier ist nichts mehr. Haben wir hier noch was? Außer tote Zombies. Da ist auch nichts mehr. Ich habe doch hier alle Ressourcen. Achso, hier ist noch eine Tür oder was? Nee, ist noch draußen. So, dann stand da ein Auto. Das schnappe ich mir jetzt und dann werden wir mal zum Gerichtsgebäude fahren. Ich möchte echt mal wissen, was vom Gericht los ist. Willst du mich verarschen? Wieso brauchst du eine Pause? Du fährst mit dem Auto. Ach! Oh, nein, nein, nein. Das Auto brennt. Da hinten kommen auch noch irgendwelche Möchtegern-Zombies. Das Auto scheint kaputt zu sein, ja. Das ist ein Aussichtspunkt hier? Nee. We might be able to hold off another attack, if we're lucky. A few more outposts would give us more of a safety net. Ja, mein Gott, dann.
Das ist echt verdammt langer Weg, ne? Scheiße. Ich muss auf jeden Fall einmal auf die andere Seite vom Fluss. So, da vorne sind Autos. Wie viele Zombies hier sind? Guten Tag, Madame. Ich hätte gerne Ihr Auto. Dankeschön. Falsche Taste, wo müssen wir lang? Jetzt rechts, dann die nächste links und immer geradeaus. Rechts, links, immer geradeaus. So, nächste Zombie-Horde getötet. Geradeaus rüber. Gut, hier ist das Gerichtsgebäude. Irgendwie rüber? Ja. Na, Jungs? All due respect, Your Honor, we're stretched too thin as it is. You got half my guys guarding the dispensary instead of out there pushing these things back. I understand the difficulties, Sheriff, but I don't know what you expect me to do about it. We only have six trained officers left, and I'm not comfortable with the prospect of arming this kind of work. If you'd let me start training them, I... We'll discuss this later, Sheriff. We have a visitor. Welcome. I suppose you've heard our broadcasts? Well, it's all true. We have a safe, secure society here, governed by the rule of law. Walk with me. I'll explain. You have a society? I'm sorry, what exactly happened to the United States while I wasn't looking? Look around. We're facing a disaster of unprecedented scale. We have no way of knowing how widespread it is or how long it will take federal authorities to respond. Until they do, we have to look out for ourselves. It may not be the most constitutionally traditional succession, but it's all we have. So, falls ihr euch gerade genauso sehr erschrocken habt wie ich, ich dachte, wer eben so lange wie ich da mit der Tucke vom Gerichtsgebäude mich unterhalten kann, kann ich mir mal meine Flasche Trinken aufmachen. Aber irgendwie war da gerade so viel Druck drauf, dass der Deckel in dem Moment, wo ich ihn berührt habe, von dieser Flasche weggeflogen ist. Und das hat gerade ein bisschen Krach gemacht. So, ich werde erstmal eine rauchen gehen, den Deckel suchen, mir einen Kaffee genehmigen und danach geht's dann weiter. Erstmal Dankeschön fürs Zuschauen und bis später.